auch mega nice aus. Da hat er nochmal dieses Gut. Ich bin gerade richtig erfüllt. Irgendwie ist es echt ein toller Abend. Leute, der Maler war einfach so schnell. Ich habe jetzt gerade hier schon einmal kurz fix durchgesaugt. Ich mache mal gerade das Fenster zu. Ist nämlich mega frisch, aber ich glaube, er hat das einfach zum Lüften auf. Ich habe jetzt gerade den Tisch einmal abgewischt und die Küche komplett gesaugt. Und hier ist jetzt komplett weiß gestrichen, eigentlich all over. Also sowohl die Decke als auch die Seiten oben über den Überschränken. Alles wieder fresh und ich muss sagen, schon krass, was das für einen Unterschied macht, wenn so ein Raum komplett neu weiß gestrichen ist. Ja, mega, mega gut, hat er echt top gemacht und wie gesagt, war jetzt 2,5 Stunden oder so da. Ich habe jetzt hier gerade, wie gesagt, einmal durchgesaugt, mache mir jetzt gerade einmal ein Brötchen, weil ich mega Hunger habe. Ich hatte ihn nämlich voll in Ruhe hier rödeln lassen, wollte dann auch nicht hier reingehen und mir irgendwas zu essen machen. Genau, deswegen werde ich jetzt erstmal was frühstücken und ich habe in der Zeit bei mir im Zimmer ein bisschen was gemacht. Also ganz am Anfang habe ich auch noch ein bisschen rumgerödelt. Aber ich habe jetzt dieses Stück noch gestrichen, das komplett. Da sehe ich jetzt gerade auch noch, muss ich gleich nochmal drüber. Das habe ich anscheinend entweder einfach vergessen oder, ja, keine Ahnung, muss ich einfach nochmal drüber. Oben abgeklebt und so, unten hatte ich auch alles abgeklebt. Und ja, das mache ich jetzt gleich auf jeden Fall noch weiter. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal was frühstücken. So, kleiner Zwischenstand. Ich habe jetzt das komplett fertig. Vorhin war es ja nur bis hier. Da habe ich jetzt komplett diesen Part habe ich jetzt komplett fertig. Das trocknet jetzt gerade. Müsste aber eigentlich schon ready sein, weil das schon länger fertig ist. Jetzt habe ich mir gerade GNTM angemacht, die Folge von letzter Woche. Denn heute Abend kommt wahrscheinlich Paula noch vorbei. Ich glaube, die kennt ihr noch nicht. Mit der hatte ich meinen Flohmarkt gemacht. Und die kenne ich aus der Uni. Die ist nämlich gerade in Hamburg. Und ja, ansonsten habe ich diese große Wand auch komplett fertig gemacht. Das ist auch alles ready. Jetzt habe ich gerade schon die ganzen Crepe-Sachen und so abgezogen. Das soll man ja eigentlich immer auch schon direkt nach dem Streichen machen. Und da oben seht ihr jetzt quasi noch den Rand. Da sieht man einfach, wie dunkel das vorher war. Also die Wand, nicht die Decke. Das ist komplett, dieser dunkle Strich ist noch die Wand quasi. Und ich werde jetzt noch oben mit Crepe-Band die Decke einmal abkleben, sodass ich mit der kleinen Rolle noch oben die... Also bis an die Decke komme, sodass das auch ready ist. Und dann bin ich mit dem Streichen eigentlich durch. Ja, und dann kann ich hier nochmal ein bisschen sortieren, aufräumen, alles in eine Ecke stellen, dass ich nicht so viel Chaos habe. Und ja, dann habe ich auf jeden Fall sehr, sehr viel geschafft. Leute, oh mein Gott, ich bin gerade so groggy. Freue mich aber auch sehr auf den Abend. Wir haben es jetzt ungefähr 5:30 und ich war jetzt gerade duschen und habe mich einmal so ein bisschen fresh gemacht, weil ich echt den ganzen Tag gerödelt habe. Ich habe eigentlich alles zu Ende gestrichen, was jetzt noch gestrichen werden musste und die Decke gemacht, was ich euch gezeigt habe, wo der Rand noch fehlte. Und ja, jetzt warte ich eigentlich gerade auf Paula. Ich freue mich so sehr, sie mal wiederzusehen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben, aber auf jeden Fall wollten wir jetzt gleich noch kurz einen Spaziergang machen, weil wir es, wie gesagt, auch noch recht früh haben. Und ja, wollten noch einmal hier in diesen Laden steppen in meiner Straße. Da hatte ich was im Schaufenster gesehen, da wollten wir einmal vorbeisteppen. Sie wollte auch einmal nach einem T-Shirt oder so schauen. Und ja, ich nehme euch ein bisschen mit. Nachher schauen wir noch GNTM. Ich hatte ja vorhin so ein bisschen die Folge von letzter Woche laufen, einfach so ein bisschen nebenher. Da schauen wir auf jeden Fall gleich die zweite Folge. Und ja, ich denke, wir werden uns was zu essen bestellen, weil obviously die Küche jetzt nicht mehr so ganz im Gange ist, dass wir da jetzt noch krass kochen können. Aber muss ja auch mal sein, dass man ein bisschen was bestellt. Und ja, ich kann euch mal mein Zimmer zeigen. Hier ist nämlich heute echt einiges passiert. Also hier hat sich ehrlich gesagt auf der Seite nicht so viel verändert. Ich hatte ja das Bett, glaube ich, auch sowieso schon da. Es war, glaube ich, nur ein bisschen weiter an der Wand. Habe ich jetzt einfach ein bisschen Luft gelassen, damit es da unten und so und auch da oben alles ein bisschen entspannter trocknen kann und ich da irgendwie nirgendwo dran komme. Und ja, ansonsten auf der anderen Seite, da habe ich jetzt gerade meinen Spiegel stehen. Und ja, einfach so 2, 3 Koffer mit den restlichen Sachen, also noch ein paar Kartons, aber die sind zum Teil auch, da ist zum Teil auch fast gar nichts drin. Also eigentlich der Großteil, den ich echt mitnehme, steht auf der anderen Seite. Also das sind jetzt so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Kartons. Genau, und hier in diesen beiden sind so Kissen und Kissenhüllen und so drin. Also das ist auch eher, ja, jetzt nicht viel Stuff von mir, also sehr entspannt. Und ja, ansonsten habe ich jetzt hier einfach nur meinen Fernseher, richtig entspannt, dann können wir gleich noch cool GNTM gucken und ich finde dafür sieht es hier echt gerade ganz aufgeräumt aus. Also wie gesagt, heute tagsüber war hier zwischendurch echt Ghetto und alles voll und ja, dafür finde ich, habe ich mich hier jetzt echt ganz gut sortiert und ja, ich freue mich jetzt sehr, dass Paula kommt und dass wir uns mal wiedersehen.
Ansonsten freue ich mich sehr auf den Laden. Ich gucke mal, ob ich die Kamera mitnehme sogar. Vielleicht kann ich euch so ein bisschen mitnehmen. Und ansonsten habe ich gerade meinen neuen Sweater an aus Berlin. Den von Worst Behavior. Finde ich mega nice. Ich bereue auch nicht die Entscheidung, dass ich mir den geholt habe. Ich wollte schon so lange so einen geilen, dicken, also hochwertigen Sweater haben. Und ja, ich finde, da hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Hinten sieht der auch mega nice aus. Da hat er nochmal dieses Worst Behavior Emblem. Ich weiß gar nicht, ob ich den online finde. Letztens wollte ich ihn euch nämlich schon in der Story verlinken bei Insta. Aber da hatte ich ihn nicht online gefunden. Wobei ich glaube, dass der tatsächlich aus der aktuellen Kollektion ist. Aber es ist auch, glaube ich, ein Herren-Sweater. Wie gesagt, ich trage das ja gerne so ein bisschen lässiger und oversized. Ja, finde ich cool. Ist auf jeden Fall jetzt recht chillig. Ich habe meine blauen Autries mal wieder an. Und ja, ansonsten, that's the look. Meine Nails habe ich letztens vorgestern oder so in so einem Korall lackiert. Finde ich ganz schön, gefällt mir ganz gut. Auch gerade so zu schwarz, finde ich, sieht echt ganz nice aus. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, Paula ist jetzt gleich da. Ich habe auch schon ehrlich gesagt ein bisschen Appetit. Ich hoffe, dass wir nachher irgendwie was Nices essen. Und ja, vielleicht nehme ich euch jetzt gleich mit in den Store. Und schau mal, vielleicht finden wir noch was Cooles. Und dann machen wir uns auf jeden Fall einen schönen Abend. Nochmal an, okay? Wir laufen rein und ich habe noch für die. Oh, Lecky. Ich habe Angst, dass wir. Egal, die Bettwäsche ist eh egal, weil ich muss eh nochmal alles waschen. Ja. Oh, lecker. Oh, wir haben uns erstmal Sushi bestellt. Die Sommerrolle sieht so wild aus. Mhm. Alter, wie fett ist die? Geisteskrank. Ja, und ein Vino. Erstmal, wir haben uns einen Lieblichen geholt. Ich trinke eigentlich gar keinen Lieblichen. Ich trinke eigentlich eher trocken. Aber sehr lecker. Wir warten jetzt eigentlich nur noch auf 20.15 Uhr, gönnen wir uns jetzt ein Vino und dann gibt es GNTM, würde ich sagen. Hast du eigentlich da schon eine Favoritin? Das ist krank. Das ist so geil. Oh mein Gott, ist gar sorry. Kein Ding. Du, ich musste eh noch waschen, ist gar kein Problem. Gar kein Ding. Aber ich eine Favoritin habe. Ja, bei GNTM. Nee. Nee? Ich glaube, die erste, die letztens diesen Walk angefangen hat, mit der Tasche, fand ich schon ganz cool. Aber ja, wir schauen gleich mal, was so geht. Aber Leute, wir sind so versackt. Es ist jetzt, glaube ich, gar nicht mal so spät. Es ist kurz nach 10. Aber Paula hat jetzt gerade spontan sich dazu entschieden, hier zu schlafen. Die wäre jetzt eigentlich noch ins Hotel gefahren, weil die hier gerade eigentlich beruflich ist. Aber wir haben so geil lecker Sushi gegessen. Es war so lecker. Und wir schauen jetzt gerade noch ein bisschen GNTM. Und ja, machen uns jetzt gerade Bed ready. Ich bin hier die ganze Zeit schon richtig am Chillen. In meinem Hoodie ist es so chillig. Und ja, wir machen uns jetzt Bed ready. Und dann geht's ab ins Bett. Good morning, Leute. Wir haben es jetzt gerade 7.40 Uhr. Ich muss mich auch eigentlich jetzt direkt auf den Weg machen. Ich treffe mich nämlich mit einem Kollegen, beziehungsweise er hatte mir netterweise noch angeboten, dass er mir nochmal ja, den finalen Stand von einer Baustelle zeigt. Und ja, da freue ich mich sehr drauf. Für die einen oder anderen, die meine Videos schon ein bisschen länger verfolgen, die wissen, dass ich da auch öfters war und auch so, was heißt, ein bisschen dran mitgearbeitet habe. Aber ich bin auf jeden Fall schon mit im Projekt so im Thema. Und das finde ich echt ganz cool, dass er mich da jetzt irgendwie außerhalb der Arbeitszeit nochmal fragt, ob ich da mitkommen möchte. Ja, waren jetzt auch wohl diese Woche relativ viele Abnahmen, sodass eigentlich auch sehr, sehr viel fertig sein müsste. Wir schauen mal. Und ja, ansonsten, Paula war bis gerade da. Die ist aber auch recht früh gegangen. Ich glaube, die ist um 7, hat die das Haus verlassen, also ungefähr vor einer Dreiviertelstunde. Und es war so ein schöner Abend. Wir haben ja Sushi bestellt und dann noch GNTM geguckt und haben uns richtig toll unterhalten. Davor waren wir noch ein bisschen spazieren und ja, einfach so ein bisschen durch Eppendorf gelaufen. Und ja, mir geht's richtig gut. Ich bin gerade richtig erfüllt. Irgendwie, es war echt ein toller Abend. Und ja, jetzt freue ich mich auf die Baustelle. Wie gesagt, 7.41 Uhr. Ich sollte mich jetzt auf den Weg machen. Und ja, bin ich sehr gespannt, was mich da erwartet. Und ansonsten stehen heute auch noch mal ein paar Sachen an. Ich muss heute noch ein bisschen was erledigen. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass ich dieses Ganze mit den Streich- und Malarbeiten ready habe. Kann ich das schon mal abhaken. Und ja, schauen wir mal, was der Tag so bringt. Ich bin jetzt erstmal sehr gespannt auf die Baustelle. Leute, ich bin gerade nach Hause gekommen. Wir haben es 5.32 Uhr. Und ja, ich würde sagen, es ist ganz schön spät geworden heute. Ich bin auch echt groggy, aber ich habe gerade einfach für euch noch das Video fertig geschnitten, also das Live-Update. Das kann ich euch auf jeden Fall jetzt hier mal verlinken, weil das wird dann schon online sein. Ich habe das jetzt für morgen Vormittag programmiert. Und ja, das nenne ich auf jeden Fall Einsatz, um 5:30 Uhr morgens noch ein Video zu Ende hochladen und programmieren.
Aber ja, ich werde mich jetzt auf jeden Fall mal directly abschminken. Und dann geht's ab ins Betty. Ich hoffe, euch hat das Live-Update gefallen. Es gibt ja jetzt einige News bei mir. Und ja, ich werde jetzt schlummern gehen. Ich werde aber auch schon recht früh wieder aufstehen, weil Max dann vorbeikommt und hier noch meine Lampe abnimmt. Und ja, die machen dann ja auch schon mal die ganzen Umzugssachen. Und ja, ich würde sagen, ich werde jetzt erstmal ins Betty gehen. Und dann sehen wir uns morgen wieder, Leute. Hallo, Leute. Ich melde mich jetzt auch mal wieder. Ich weiß gar nicht, habe ich mich heute überhaupt schon gemeldet? Ich glaube nicht. Also ich glaube nur heute Morgen, als ich nach Hause gekommen bin. Ich bin, glaube ich, echt um 5:45 oder so erst zur Ruhe gekommen und bin tatsächlich auch ab 8 schon wieder wach gewesen. Also ich habe echt nicht so ganz so viel geschlafen, aber dafür bin ich eigentlich relativ fit den Tag über. Ich habe auch nicht nochmal gepennt oder so. Das kommt wahrscheinlich dann irgendwann, aber jetzt geht es mir auf jeden Fall gerade mega gut. Ich packe gerade meine Sachen zusammen, denn für mich geht es jetzt zu Jana. Ich habe mich gerade ready gemacht. Ich habe einfach so eine so eine Mom-Jeans an, in so einem schwarzen Rolli, schwarzen Blazer und Boots habe ich an. Und genau, ich bin auch ein bisschen dick angezogen, weil wir jetzt wahrscheinlich gleich noch zu einem Event gehen, was draußen ist. Ja, ist einfach so ein Daydrinking-Event. Mal schauen, ob wir da hingehen, wie das wird und so alles. Und ja, ansonsten steht heute auch noch einiges anderes an. Sagt man das so? Einiges anderes? Einige andere Dinge stehen auf jeden Fall heute noch an. Ich gehe heute wahrscheinlich nochmal in diesen House-Club, wo ich jetzt die letzten Wochen auch schon ein, zwei Mal auf jeden Fall war. Und ja, ich packe jetzt mal eben meine Sachen. Ich bin auch eigentlich schon wieder viel zu spät dran. Ich schreibe immer gerade, dass es ein bisschen später wird. Und ja, ich mache mich jetzt ready. Und dann geht es eigentlich auch schon los. Ich glaube, so viel brauche ich auch eigentlich gar nicht. Ich glaube, ich nehme die Tasche. Ja, das finde ich geil. Ich finde den Mantel ohne Witz, ne, das war so eine nice Investition. Ich habe den mal mit Pia und meiner Freundin bei H&M geholt und das ist so eine Premium Collection gewesen. Ich weiß nicht, ob man das hier ganz gut erkennen kann. Doch, ich glaube schon. Mega nice. Das ist so ein Wollmantel und der hat auch dadurch, dass der so ein bisschen kastiger geschnitten ist, finde ich den echt ganz nice. Der sitzt ganz gut. Ich werde auf jeden Fall eine Mütze mitnehmen, weil ich glaube, dass es echt frisch wird. Wir haben es ja echt, glaube ich, heute nur so 2-3 Grad oder so. Die packe ich auf jeden Fall ein. Sonnenbrille, of course. Ich kann mich gerade auch ehrlich gesagt noch nicht so für eine entscheiden. Ich habe 2 zur Auswahl. Müsstet ihr von mir von Insta eigentlich auch schon kennen. Einmal die. Ich weiß nicht, ob man die gerade in der Spiegelung so gut erkennen kann. Und einmal die. Ja, keine Ahnung. Ihr könnt mir jetzt leider auch gerade nicht weiterhelfen. Das ist Nummer 1. Und das ist Nummer 2. Ja, I don't know. Ich denke, ich werde jetzt erstmal beide mitnehmen. Und dann entscheide ich es einfach gleich spontan. Und ja, ich mache mich jetzt auf jeden Fall gleich auf den Weg. Schlüssel, Handy, Geld, Perso. Ich glaube, ich habe alles. Let's go! Buongiorno, ihr Lieben. So, Sunday, letzter Tag. Morgen geht's los. Ich mache mich jetzt gerade auf den Weg, beziehungsweise erstmal ganz kurz zu gestern. Ich habe echt, also dieses Wochenende war echt like crazy. Mein ganzer Arm ist voll mit irgendwelchen Stempeln. Aber es war auf jeden Fall ein sehr gelungenes Wochenende. Wir waren tatsächlich auch gestern auch sehr lange unterwegs, beziehungsweise waren wir sogar heute Morgen noch mal auf dem Fischmarkt. Ich mache mal gerade hier Licht an. Beziehungsweise kann ich mich schon mal auf den Weg machen. Weil ich habe es echt ein bisschen eilig. Beziehungsweise ich treffe mich jetzt noch mit Jules und Jani. Freue mich sehr darauf. Die sehe ich noch mal am Mühli. Wollten jetzt vielleicht noch mal eben einen freshen Juice trinken. Weil dann sehen wir uns ja auch erstmal nicht mehr. Ab morgen bin ich ja dann erstmal weg. Aber ich denke, wir planen vielleicht auch schon so direkt eine Zeit, wo ich dann irgendwie wiederkomme. Und ja, ansonsten, heute Morgen waren wir tatsächlich noch auf dem Fischmarkt. Das war ja vor 2 Wochen irgendwie schon mal so, dass wir irgendwie die ganze Nacht versackt sind und dann echt morgens noch auf dem Fischmarkt waren. Es war mega lecker. Also wirklich, ich habe echt schon viele Fischbrötchen in meinem Leben gegessen. Auch an der Nordsee und so, weil wir ja immer so viel an der Nordsee sind. Aber das ist echt nice. Also nach so einer langen Nacht morgens irgendwie ein Fischbrötchen ist echt anders geil. Also das war echt sehr, sehr lecker.
Und ja, ich treffe mich jetzt, wie gesagt, mit Jules und Jani nochmal. Danach bin ich noch bei meinem Papa. Dann essen wir noch ein Stück Kuchen. Und danach bin ich zu Hause und werde alles zu Ende rödeln. Ich habe jetzt gerade auch schon richtig viel geschafft. Aber ja, ich würde sagen, ich quatsche jetzt gar nicht mehr lange, also so lange drumherum. Ich bin auch echt ein bisschen kaputt, weil heute Morgen natürlich auch nicht so viel Schlaf war. Aber war ein geiles Wochenende. Und ich würde sagen, ich melde mich einfach später nochmal. Und Giorno erstmal. Ich habe erstmal gerade noch ein Present bekommen von Jani. Ein kleines Abschiedsgeschenk. Wir haben jetzt gerade. Ich habe Haare im Mund. Hilfe, ich habe keine Haare. Kein Anlauf gleich. Handfrei. Ja, egal. Das ist alles real hier. Wir haben jetzt gerade einen Juice getrunken. Gehen jetzt gerade zu meinem Auto. Und dann muss ich nachher auf jeden Fall noch zu Ende packen. Und ich düse jetzt gleich erstmal zu meinem Daddy. Ja, es war richtig schön, dass ich die Girls nochmal gesehen habe. Und die bringen mich jetzt, wie gesagt, noch zum Car. Ja, und dann düse ich. Leute, welcome back. Ich bin jetzt gerade zu Hause angekommen. Also ich stehe vor der Tür. Meine Tante sammelt mich jetzt gleich ein, sodass wir nicht mit zwei Autos fahren. Und dann fahren wir erstmal nochmal zu meinem Dad. Dann gibt es Kuchen. Und der Juice war echt unnormal geil. Also falls ihr mal in Hamburg seid, am Mühlenkamp, Mad About Juice, unnormal geile Juices. Und war jetzt auch, würde ich sagen, nach dem Wochenende echt das, was ich brauchte. So süß, ich habe es euch ja gerade schon gezeigt. Ich habe einfach von Jani noch so ein kleines Abschiedsgeschenk bekommen. Ich mach das mal eben auf. Oh mein Gott, wie süß. Oh, hier ist so ein Spruch ausgedruckt. Oh, und noch so ein Bild von uns. Oh, richtig süß. Das war bei unserem Stamm-Italiener eigentlich. Das ist so eine Art Party-Italiener. Und was ist das? Sieht ja auch unfassbar süß aus, hier mit diesem Herz eingraviert. Was ist das? Oh, ich liebe sowas, wenn sich jemand so Gedanken macht und man einem eine Freude macht. Hier ist noch so eine Karte drin, von Herzen alles Gute. Oh, und ein Schlüsselanhänger mit einem Schutzengel. Und hier steht dran, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Hallo? Pass immer gut auf dich auf. Richtig, richtig, richtig niedlich. Oh, wie schön, da freue ich mich voll drüber. Ja, war jetzt auch echt richtig toll, gerade, dass wir nochmal uns gesehen haben und einfach irgendwie ein bisschen schnacken konnten, auch über das Wochenende und so, war jetzt echt irgendwie nochmal crazy, aber es war richtig, richtig toll. Und ja, ich bin jetzt echt erfüllt und ja, kann jetzt auf jeden Fall losgehen. Ich bin ready fürs Studium, also das alles einfach dann Stempel drauf zu machen. Und ja, soll jetzt so sein. Es ist irgendwie jetzt aber trotzdem voll crazy irgendwie, dass es jetzt echt losgeht. Ich werde nachher, wie gesagt, noch die letzten Sachen zusammenpacken und dann auch entspannt machen. Dann werde ich heute Abend wahrscheinlich einen ruhigen machen. Und ja, Leute, vielleicht beende ich sogar jetzt an dieser Stelle dieses Video. Ich werde es wie immer im Schnitt sehen, was überhaupt so dabei rumgekommen ist, was so dabei ist. Aber ich hoffe auf jeden Fall wie immer, dass es euch gefallen hat. Ich habe jetzt die letzten Tage ja so ein bisschen mitgevloggt und generell habe ich ja auch was für so einen Umzugsvlog mitgevloggt. Ich weiß nicht, ob ich das alles in eins mache oder halt separate Videos davon schneide. Das werde ich jetzt alles sehen, aber jetzt folgt auf jeden Fall erstmal der Umzug. Wenn ihr das seht, bin ich ja auch schon umgezogen und ja, ich hoffe, euch geht's gut. Und würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in meinem nächsten Video. Macht's gut, Leute!